Ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Heute ist der Technik Tuesday und ich möchte euch eine neue Technik vorstellen. Neu ist sie nicht, die gibt's schon, aber ich habe sie auf meinem Kanal noch nicht vorgestellt. Und zwar ist das die Magical Masking Tape Technik. Und ja, ich habe mir überlegt, ich wollte nämlich unbedingt etwas mit diesem Stempelset machen. Das gibt es im aktuellen Frühjahr-Sommer-Katalog und ich finde das einfach nur genial, weil das so extrem vielseitig ist. Also das deckt so viel ab. Hochzeit, Geburtstag, Ostern, Schulanfang, ja, Muttertag, Vatertag, Ruhestand, Gesundheit, also gute Besserung und Hochzeit, hatte ich schon gesagt. Ja, auf jeden Fall, also das ist wirklich ein Allrounder und da hat man wirklich für jede Gelegenheit einen passenden Spruch. Das heißt, wenn man das zum Beispiel kombiniert, ich hatte euch letzte Woche gezeigt, nur mal als Beispiel, das Blumen bei Blumen, wo ja überhaupt gar keine Sprüche dabei sind. Also sowas kann man dann, hatte ich auch, prima mit so einem Stempelset kombinieren. Ja, das ist also ein absoluter Allrounder. Und der zweite Hintergrund für dieses Video ist, ich habe überhaupt nichts, um Babykarten zu basteln. Ganz einfach, weil ich mir immer denke, also erstmal brauche ich die eigentlich fast nie und wenn welche gewünscht werden, ich habe immer noch das alte Stempelset, das ist mein absolutes Lieblingsstempelset, Stadtland Gruß vom letzten Jahr und das fand ich so genial und da ist halt ein Storch drin und ja, dann stempel ich damit halt immer meine Babykarten, aber ansonsten so, weil es eben auch nicht so viel vorkommt mit diesen ganzen Sets, die extra dafür sind, kann ich immer so viel nicht anfangen, deswegen schaffe ich sie mir gar nicht an, aber wenn ich jetzt einfach mal mit den aktuellen Sachen, die ich habe, eine Babykarte machen wollen würde, hätte ich ein Problem. Nun ist hier aber Willkommen Baby. Und hier ist der Spruch ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Entschuldigung, ich habe mal wieder einen Frosch im Hals. So, und nur mit dem Stempelset machen wir jetzt eine Babykarte. Es blendet wieder. So, aber da ist der Fleck. So, ich habe schon mal eine probiert. So sieht das aus, wenn man mit der Magical Masking Tape Technik arbeitet. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die hier ist rosa, was fehlt? Blau. So, das heißt, ich habe meine üblichen Verdächtigen. Ich zeige euch das wieder auf einer Basiskarte. Das heißt im Grunde, ja, wie ich den Aufleger erstelle oder herstelle. So, wir fangen an mit dem Stempel ein bisschen Mama, ein bisschen Papa. Und wenn ich jetzt noch meinen Acrylblock finde, da. So, den haue ich mir da wieder mittig drauf. Und einigermaßen gerade. Na, das geht aber besser. So, ihr könnt das Ganze natürlich auch super mit dem Stemparatus machen. Dann ist das Ganze nämlich auch sicherlich auf Anhieb gerade. Und nicht wie jetzt eventuell bei mir erstmal schief. So, ich probiere es mal. Oh, das geht aber. Ich habe heute anscheinend ein gutes Augenmaß. So. Dann kommt als nächstes Willkommen. Den setze ich mir wieder.
wenn man da nicht so wirklich von oben drauf guckt, ist es immer ganz schön schwierig. So. Der kommt nun ein Stückchen tiefer und auch gerade. Hoffentlich. Ah. Naja. Geht so mit gerade. So. Und nun kommt das Baby da noch drunter. Wieder ein Stückchen tiefer. So. So, und für die Technik habe ich hier zwei Stempelfarben genommen. Also ich habe einmal benutzt Kirschblüte für die dunklen Streifen und Puderrosa für das helle. Entsprechend werde ich jetzt Bermuda Blau und Aquamarin benutzen. Und zwar Bermuda Blau für die Schrift und Aquamarin gleich für den Hintergrund. Und wundert euch nicht, ich habe tatsächlich immer noch ganz viele von meinen alten Stempelkissen, weil, wie ihr wisst, ich bin geizig. Ich sehe einfach nicht ein, dass ich mir jetzt schon die neuen, auch wenn die neuen sind besser. Also schafft sie euch an. Aber ich bin halt zu geizig. Ich benutze erst noch die alten zu Ende, bevor ich mir die neuen anschaffe, weil ich einfach, ja, das nicht so ganz einsehe. So. Ihr reißt euch für die Technik ein Stück Washi-Tape ab. Das habe ich jetzt ein bisschen kurz abgerissen. Reißt euch so ein langes Stück ab, dass ihr das wirklich gut an den Seiten noch festhalten könnt und aufs Stempelkissen drücken könnt. So, und das drücke ich jetzt aufs Stempelkissen. Gehe da vorsichtig mit dem Finger ein bisschen drüber und dann gehe ich mit dem Ganzen auf das Papier, klebe es auf und hier auch noch mal ein bisschen drüber, ziehe es wieder ab. Fertig. So, und na, das kann ich jetzt eigentlich noch für die nächste Zeile benutzen. So, und da auch wieder. Zack, fertig. Und das Baby ist ja nicht ganz so groß. Ah, das wird jetzt schief. Jo. Aber das macht nicht so viel. Das lasse ich jetzt so, weil es kommt ja gleich noch der Hintergrund. So, und das soll ja auch gerade der Charme sein, dass das eben so ein bisschen fleckig ist. Dieses Mal reiße ich mir mal ein größeres Stück ab. So, das ist jetzt Aquamarin. Und damit fange ich jetzt hier oben an und setze mir einen Streifen hier hin. Und einen so ein bisschen mittig. Das heißt, ich gucke jetzt so ein bisschen, dass der Hintergrund so ein bisschen, ja, bunt wird, gestaltet wird. So. Und da kann man eigentlich auch, also das Band kann man recht gut für mehrere Streifen, nur nicht für mehrere Farben. Da solltet ihr jedes Mal ein neues Stück nehmen. So. So sieht das jetzt aus. Und wie ihr seht, dadurch, dass es der Klebestreifen ist, es bleibt halt nicht überall Farbe kleben. Es ist ganz unterschiedlich, ganz individuell. Aber ich finde, genau so, ja, will ich es auch haben. So, für die Schleife nehme ich mir, das ist das schimmernde Geschenkband. Das gab es letztes Jahr auch schon und das finde ich wirklich, also ist eines meiner Lieblingsbänder. So, ich schneide mir ein Stück Geschenkband ab, das größer ist als die Karte. Und ungefähr in der Mitte mache ich einen
Und das ist bei mir immer ein bisschen fummelig. Einen Doppelknoten. Na. Ganz einfach, weil es auch hinterher ja auf der Karte noch gut aussehen soll. So. Und das ist jetzt zu groß. Da ist die Schlaufe zu groß. Also es sollte da auf jeden Fall ein bisschen mehr als der Daumen reinpassen. So, und jetzt ziehe ich das Ganze fest. So, das ist ein Doppelknoten und da ist die Schlaufe. Und die Schlaufe schneide ich jetzt schräg durch. Wie ihr die schräg durchschneidet, ist egal. Einfach nur, dass sie angeschrägt ist. So. Und dann klebe ich das Ganze hier an der Seite auf die Karte. Und zwar auf der Rückseite klebe ich es zuerst fest. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich vermisse so sehr den Fast Fuse, aber der Snail tut's auch. So, jetzt einmal da hinten. Und dann kann man sich eigentlich ganz gut an dem Karo-Papier zum Beispiel orientieren, wo dann die Gegenseite hin muss. So, und das Ganze möglichst nicht zu stramm. Also nicht, dass die Karte nachher so gebogen ist. So, und auf der Vorderseite, da fixiere ich das Band nochmal mit zwei Klebepunkten. Einmal oben und einmal hier unten. So. Und dann kommt das Ganze schon auf meinen aquamarinfarbenen Aufleger. So, und der kommt, tada, auf die Basiskarte. Wer hätte das nun gedacht, die ich noch nicht gefalzt habe. Chaos auf dem Tisch. Ich kann immer so froh sein, dass ihr hier nur ein kleines Stück seht. Und das ist schon chaotisch. So, und jetzt aufpassen, dass es richtig rum drauf kommt. So, und das ist wieder eine super schnelle Technik. Und ich finde, da ist Kleber rumgesaut. Ah, diese Radierer gibt es übrigens leider auch nicht mehr bei Stampin' Up. Aber die sind immer noch Gold wert. So, ja, das ist eine super leichte Technik, super schnell gemacht. Und ich finde, ja, sie macht auch was her. Also man kann damit durchaus losgehen. Und man kann da sicherlich auch andere Karten mitgestalten, wenn man zum Beispiel verschiedene Sprüche auch in verschiedenen Farben hinterlegt. Man muss ja auch nicht unbedingt den Hintergrund noch mit dieser Technik stempeln oder kolorieren. Man kann ja auch einfach nur die Sprüche in Szene setzen damit. Auf jeden Fall denke ich, das ist eine einfache und wirklich vielfältige Methode. Ja. Das ist die Magical Masking Tape Technik. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.